Ich begrüße euch sehr herzlich zu eurem zweiten Vortrag am diesjährigen Winterkongress. Es freut mich sehr, Matthias Stürmer zu begrüßen. Matthias Stürmer tut sehr viel im Leben, darum muss ich ein bisschen spicken, damit ich nichts vergesse. Matthias Stürmer ist Professor an der Berner Fachhochschule und leitet dort das Institut für Public Sector Transformation im BFH Department Wirtschaft. Er leitet die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut für Informatik der Universität Bern. Er ist Präsident des Digital Impact Network von CH Open sowie Vorstandsmitglied von opendata.ch und seit 2009 Geschäftsleiter der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Matthias Stürmer wird uns so ungefähr 25 Minuten seine Gedanken mitteilen zu den Dimensionen der Schweizer Digitalpolitik, zur Entwicklung eines Digital-Spiders für die Wahlen diesen Herbst. Im Anschluss wird Zeit sein für eure Inputs und Ideen und Fragen dazu. Jetzt aber übergebe ich die Bühne ganz gerne Matthias Stürmer. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Benny, für die Einführung. Herzlich willkommen auch heute Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Benny hat schon ein bisschen gesagt, was ich alles so mache. Was ich bewusst nicht erwähnt habe, ist, dass ich auch ab und zu politisch aktiv bin. Und das ist in diesem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen, aus Transparenzgründen. Also ich bin Mitglied der EVP, der Elektronischen Volkspartei, und habe deshalb auch immer wieder einen gewissen Digitalbezug. Ja, um was geht es heute Abend? Haben wir den Digital Spider, den ich euch vorstellen möchte. Und das ist so ein bisschen eine Premiere einerseits, weil es den nämlich so noch nicht gibt. Und zweitens ist auch ein Experiment. Ich möchte euch nämlich zeigen, was ist unser Work in Progress. Also ihr habt dann eben, wenn ich es schaffe, in 25 Minuten die wichtigsten Dinge zu sagen, nachher noch Zeit, eben wirklich auch Feedback zu geben, zu reflektieren, macht das so Sinn oder nicht, müsste man noch neue Fragen, neue Themen, also zu dem kommen wir dann noch, also bewusst auch Feedback ist eines der Ziele. Also, beginnen wir doch mal einen kurzen Rückblick vor 4 Jahren. Ihr wisst, das kennt das vielleicht jemand, den Digitalisierungsmonitor 2019. Interessanterweise in diesen Kreisen offenbar noch nicht allzu bekannt. Da haben mein heutiges Team, was ich ja damals noch nicht, ich war damals noch nicht Leiter des Instituts, haben damals den Digitalisierungsmonitor das erste Mal durchgeführt. Das waren einerseits die Berner Fachhochschule, und da sind Jan Fiewatz und Daniel Schwarz tätig. Das sind die Gründer von SmartVote. SmartVote kennt ihr sicher alle. Das gibt es seit diesem Jahr jetzt 20 Jahre, eigentlich der ältesten Digitalplattform der Schweiz, würde ich sogar behaupten. Also kurz nach Google gegründet und hat entsprechend eigentlich auch eine hohe Verbreitung. Und deshalb haben sie dann 2019 gesagt, jetzt machen wir mal eine spezifische Untersuchung der digitalpolitischen Themen von damals. Und man muss sich zurückversetzen, 2019, das war nicht nur vor Covid, also nochmal eine andere Zeitspanne, sondern es war auch beispielsweise vor der EID-Abstimmung. Damals waren wir noch alle ziemlich, unbekümmert, was so digitalisierungspolitische Themen anging. Und von dem her ist das auch damals, war das eigentlich ein bisschen ein Experiment. Das war wirklich das erste Mal. Sie haben durch SmartVote extrem viele Antworten gekriegt, der Kandidierenden. Also über 1000 National- und Ständeratskandidierende haben diesen Digitalisierungsmonitor ausgefüllt. Sehr repräsentativ. Und die ganze Studie ist heute noch auch zugänglich auf dem Link, den ihr auf den Folien seht. Der Witz der ganzen Sache, eben, das war damals noch ziemlich neu, das Thema, deshalb haben sie auch ziemlich high-level die Chancen und Risiken der Digitalisierung untersucht, aber auch eher so digitalisierungsdemokratische Themen, noch nicht die ganzen heißen Themen, die wir heute auch haben. Und von dem her, das sehen wir dann gleich, was es heute spannend ist. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz historische Gründe zeigen, was waren so ein paar kleine Ergebnisse des Digitalisierungsmonitors 2019. Also wir sehen da beispielsweise eine Frage, die von eben über 1000 Kandidierenden aus den verschiedenen Parteien beantwortet wurde. Was findet ihr zur Digitalisierung? Ist das grundsätzlich etwas Positives oder Negatives? Was sind die Auswirkungen insgesamt? Und wenn man es anschaut, deutlich positiv, die dunklen Balken. Also man sieht FDP sehr optimistische DigitalisierungsbefürworterInnen und die Grünen sehr kritisch. Also da eine hohe Differenz zwischen den Parteien, SVP nicht mal so weit weg, oder? Also von dem her SVP, CVP sehr ähnlich,
und dann Grüne, SP wieder sehr, sehr niedrig. Also was man hier schon sieht, es ist kein parteipolitisches Thema, also sowohl Grüne und SVP und also SP, das sind relativ eng beieinander, während dem GLP, FDP wiederum eher beieinander sind. Also hier schon mal ein bisschen eine erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, eines der schon damals interessanten Themen, E-Voting, auch ein beliebtes Thema am Winterkongress, ist natürlich hier sehr umstritten, nicht nur bei den Grünen und SVP, sondern auch selbst bei den bürgerlichen Parteien sehr wenig Rückhalt. Also man sieht das eigentlich an diesen sehr wenig, kleinen dunklen Balken. Oder dann beispielsweise eben die E-Idee, das war noch vor der Abstimmung. Damals hatten noch viele Leute eben das Gefühl, ja, jetzt machen wir die E-Idee mit den privaten Firmen, so wie das damals geplant war. Wenn man das hier anschaut, diese Grafik von 2019, konnte man eigentlich schon damals vorhersagen, dass das Volk das ablehnen wird, weil weit über 50% von den meisten großen Parteien, außer bei der FDP, waren schon damals für die Lösung, nur der Staat soll die E-Idee herausgeben. Also wenn ich nicht so naiv gewesen wäre, hätte ich da schon damals das mal angeschaut und gemerkt, dass das wird definitiv abgelehnt. Gut, und dann eine weitere Thematik, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, immer wieder spannend, Datenschutz. Soll der Datenschutz gelockert werden? Was haben damals die Leute beantwortet? Also da eher noch SVP, noch am meisten für eine Lockerung, FDP, CVP und ganz sicher nicht die Grünen und SP. Also hier sieht man auch schon wieder digitalpolitische Nuancen. Und von dem her, da hat man einige Punkte erlebt im Digitalisierungsmonitor 19. Jetzt im 23, da haben wir nochmal eine neue Version lanciert. Da haben wir uns gesagt, nämlich wir möchten wirklich mal in die Tiefe gehen, was das digitalisierungspolitische Umfeld heute zu bieten hat, nach ChatGPT quasi. Und das ist von dem her natürlich spannend, weil jetzt gibt es erstens viel mehr Themen und zweitens haben wir gesagt, wir möchten auch die Paul-Digi-Gruppe, die ich selber eben leite, kann ich da mithelfen, mitzuwirken. Und wir haben dann auch aus der unterschiedlichen Organisation, aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Verbänden, Wirtschaft, Unterstützung gekriegt. Und in dem Sinn kann man sagen, heute ist es ein sehr breit abgestützter Monitor eben der digitalpolitischen Themen, die uns in diesem Wahljahr begleiten werden. Und was auch noch neu ist, genau das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, neben dem Spider, den wir einfach diese Visualisierung ist, zu dem kommen wir dann noch, wollen wir dann vor allem auch noch eine Möglichkeit bieten, dass die Wählenden eine Plattform haben, wo sie dann sagen können, ich will mal schauen, ob der Stürmer jetzt anständige Positionen hat, was das digitalpolitisch angeht, oder wer sonst noch sich im Kanton Bern oder so zur Wahl stellt und kann entsprechend seine eben Rangierung, so wie man es kennt, von Smart Vote generieren lassen. Und das gab es eben 2019 noch nicht. Von dem her hoffen wir, dass auch dieses Mal noch mehr Leute aus der Bevölkerung sich mit dem Thema auseinandersetzen werden. Auch dieses Mal sind durch Jan und Dani, also Daniel Schwarz und Jan Fiewatz dabei. Das sind eben erfahrene Politologen mit eben 20 Jahre Street Credibility. Und von dem her kann ich sagen, obwohl ich ein sehr großer Open Source Fan bin, die mich kennen, werden sie mich da wieder auch in die Schranken weisen, wenn ich mit zu viel Open Source Ideen da reinschneie. Was eben jetzt quasi der Ablauf ist, der neue Ablauf, also wir haben letztes Jahr mal geschaut, wer hilft mit überhaupt, eben unter anderem auch die digitale Gesellschaft ist dabei, Kire und seine Leute, die schauen auch hier, dass da die zivilgesellschaftliche Perspektive nicht zu kurz kommt. Dann gab es jetzt gerade kürzlich eine öffentliche Möglichkeit zu partizipieren, also selber noch neue Fragen einzureichen. Und aktuell sind wir jetzt gerade daran, das zu konsolidieren. Also wenn wir gleich sehen, wir haben über 280 Fragen momentan und das sind ein bisschen viele für die Kandidierenden. Obwohl das Thema natürlich sehr wichtig ist, müssen wir ein bisschen reduzieren. Danach gibt es noch Feedbackrunde von allen involvierten Partnern und dann soll die Befragung der Kandidierenden im Juni, Juli stattfinden. Und dann eben quasi im Rahmen der Wahlkampagnen, die irgendwann im Herbst dann starten, werden dann die Profile werden die dann veröffentlicht und dann kann dann die Öffentlichkeit ihr Ranking der politisch nahen digital Kandidierenden
generieren, bis der Wahltag kommt und dann gibt es noch Nachanalysen. Das einfach mal so, dass, damit ihr wisst, was der Zeitplan ist. Jetzt eben diese öffentliche, partizipative Themensammlung, die hat leider schon stattgefunden. Hier die Frage in die Runde, hat da jemand mitgemacht, zufälligerweise? Ah, super, sehr cool. Eine Frage, also du kannst nachher dann vielleicht noch kurz noch sagen. Also insgesamt sind über 60, also schon mit den quasi reduzierten Spam-Nachrichten, alles sind über 60 gute Inputs eingetroffen, also von dem her doch eine bemerkenswerte Zahl, finde ich. Man sieht hier ein bisschen, eben beispielsweise sollten alle Netze inklusive der Meile in eine staatliche Netzgesellschaft ausgegliedert werden, welche alle Providern Zugang zu gleichen Bedingungen bietet. Bisschen lang, aber sonst eigentlich spannendes Thema. Oder Gesichtserkennung ist durch gemeldet worden, oder Anno hat auch über Open Source einen Vorschlag gemacht, also Beschaffung von Open Source. Das ist super, da habe ich große Freude. Jetzt, wenn ihr selber noch Beiträge einreichen wollt, was die Kandidierenden da beantworten sollen, ist es eigentlich offiziell vorbei. Jetzt haben mir Jan und Daniel heute gesagt, ja, es gibt noch einen Trick. Momentan läuft noch die Fragensammlung für den offiziellen, für den großen Smart World Fragebogen, wo ja ganz viele Themen, Umweltschutz, Energiepolitik, Ausländer und so weiter thematisiert sind. Also ihr könnt jetzt einfach da rein sneaken und einfach hier Fragen einreichen, wenn ihr den offiziellen Weg gehen wollt. Wir haben euch heute Abend noch das Privileg, auch noch ganz informell die Themen zu diskutieren und dann können wir auch so noch die Liste etwas ergänzen. Hier, das muss ich selber lernen, nach was für Kriterien werden überhaupt diese Smart Vote Fragen generiert. Das ist gar nicht so trivial, obwohl ich als gemeiner Kandidat habe ich da jeweils den Fragebogen brav ausgefüllt und ihr habt wahrscheinlich auch schon diese Fragen mal beantwortet. Aber es steckt sehr viel dahinter, sehr viel Detailwissen. Also erstens mal, was wird überhaupt erfasst in diesen Fragen? Es wird die Meinung, die Position, die Werthaltung der Kandidierenden, in diesem Fall der digitalpolitischen Themen erfasst. Dann werden Sachfragen gestellt, also was wollt ihr mehr oder weniger beispielsweise? Und sicher eben, es gibt kein richtig und falsch, es gibt sondern einfach die Meinung der Kandidierenden. Und das ist, tönt jetzt heute so trivial. Wir hatten nämlich vor etwa 10 Jahren schon mal die Idee, einen sogenannten Freedom Vote Spider zu machen. Damals hatte ich noch nicht so einen direkten Draht zu Smart Vote und die Smart Vote Leute wollten meine Open Source Themen nie integrieren in den Fragebogen. Und deshalb haben wir selber so einen Fragebogen gemacht mit Freedom Vote und gesagt, ja, wenn du mehr Open Source willst, oder dann kriegst du einen größeren Kreis, bist du besser. Oder wenn du weniger Open Source machst, dann bist du schlechter. Heute ist es eben so, wir machen das ganz politologisch korrekt, eben es gibt kein richtig und falsch, sondern einfach nur andere Meinungen. So. Gut, dann der Stil der Fragen. Es ist einfach so, dass man Fragen stellen kann, quasi mehr oder weniger Feststellungen. Ich, also im Sinne von Arbeitgeber dürfen nicht verlangen, dass die Mitarbeitenden die Kamera einschalten im Homeoffice und so Zeug, also wo man einfach wie Feststellung sagen, kann man sagen ja oder nein oder eher ja, eher nein, von einer Skala. Aber es gibt keine Mehrfachantworten, wo man da irgendwelche Rangierungen, man muss die Fragen ja irgendwie quantifizieren, weil am Ende des Tages soll es eben auf diesen digitalen Spider irgendwie einzahlen können, dass man mehr oder weniger von einer bestimmten Dimension ist. Es soll auch möglichst verständlich sein, weil hier ist es wichtig eben, dass so insbesondere alle Kandidierenden und natürlich die Wählenden die Fragen verstehen. Es gibt ja Erklärung bei Smart Vote, warum man eher für die eine oder die andere Position sein kann. Das ist schon mal hilfreich, aber auch sonst darf es nicht zu technisch sein. Auch wenn für uns dann gewisse Fragen, wie wir gleich sehen werden, ziemlich trivial tönen. Wir sind hier natürlich in einer Bubble, oder? Wer da am Abend um 8:30 irgendwo sich im Winterkongress tummelt, der hat einen gewissen Bias gegenüber Digitalthemen und deshalb ist es klar, dass wir hier ein bisschen einfacher auch noch die Themen etwas reduzieren müssen. Und dann gibt es eben einen wichtigen Aspekt, dass man möglichst Themen nimmt, wo die Meinungen verschieden sind. Also wenn man jetzt einfach fragen würde, wer ist dafür, dass es keine Cyberattacken gibt, dann sind wahrscheinlich 90% oder 95% von uns dafür, oder, dass man das irgendwie unterbindet oder eben etwas bekämpft dagegen. Oder wenn man, also man muss irgendwelche Fragen stellen, die irgendwie umstritten sind, eben E-Voting oder E-ID oder was auch immer.
Das ist mal so zu den Fragestellungen. Und dann eben das Schwierigste am Ganzen ist sicher eine Priorisierung zu machen, weil das eben nicht, weil wir nicht hunderte von Fragen stellen können, sondern eben reduzieren müssen. Auf rund 20 Fragen, haben mir die Politologen gesagt. Ich bin natürlich immer für mehr, aber ja, es muss natürlich auch möglichst viele Leute das Ding ausfüllen am Schluss. Man kann dann Fragebatterien machen, dass es etwas einfacher und effizienter geht zum Beantworten. Da lasse ich dann den Politologen, die entscheiden, was sie machen. Also auch nicht sonst auch ist durch in dem Sinne wirklich eine ziemlich interne, ja, man muss da intern natürlich gut argumentieren, warum jetzt eine Open-Source-Frage wichtig ist und so, das ist gar nicht so einfach. Gut, jetzt das Spannendste eben, heute Abend sind wir da wegen dem Digital Spider. Das ist so das Neue, eines der neuen Elemente von diesem Digitalisierungsmonitor. Und da ist eben die Idee, dass ihr kennt das vom Smart Spider, dass man da verschiedene Dimensionen hat. Das ist jetzt mal ein erster Wurf vor etwa ein, zwei Monaten, wo wir dann gezeichnet haben, dass wir da 6 verschiedene Dimensionen haben. Hier ist noch wichtig, eben die, die es kennen, wissen, das sind nicht Dimensionen, hier ist viel und da oben, also das sind nicht Gegensätze, sondern es geht einfach hier auf dieser Achse, das ist viel und das ist wenig, oder das ist Null, oder? Klar. Also von dem her, es kann jetzt in diesem Fall wirklich 6 Dimensionen. Was wir aktuell versucht haben, ist zu reduzieren, auch hier wieder die einzelnen Fragen sollen eben möglichst auf wenige Dimensionen einzahlen. Und das ist eigentlich der Clou der Sache. Also eine Frage kann nicht nur auf eine Dimension, eine Frage kann auf mehrere Dimensionen einzahlen und eine Frage kann auch auf gar keine Dimensionen einzahlen. Also schauen wir uns mal an kurz, Chancen und Risiken der Digitalisierung. Und grundsätzlich, was ist die Position des Kandidaten, der Kandidierenden? Finden Sie es gut, dass man digitalisiert und haben Sie das Gefühl, da gibt es Chancen? Oder haben Sie das Gefühl, Sie haben Angst oder Bedenken und überhaupt? Das ist mal die eine Dimension. Die zweite, liberale Digitalwirtschaft versus staatlicher Eingriff, also mehr Staat oder weniger Staat, relativ simpel. Dann die Sicherheit, ich will geschützt werden, überwacht werden, versus die Freiheit, ich will ohne irgendwelche Netzsperren und so weiter mich bewegen können mit hoher Privatsphäre. Und die vierte Dimension ist so der geschlossene digitale Raum, urheberrechtlich geschützte Informationen, Daten werden in den Silos behalten, versus man will den Datenraum öffnen, man will Open Source und so weiter machen. Wir hatten noch ein paar andere Dimensionen überlegt, eben soll man überhaupt das Ganze schnell vorantreiben, der Staat soll die Digitalisierung beschleunigen oder eher nicht, versus noch eine weitere Dimension, sind es eher Bundeslösungen, zentrale Lösungen oder sind es auch dezentrale, föderalistische Lösungen? Haben dann gemerkt, das ist ein bisschen eine ExpertInnen-Diskussion, wo man sagen muss, ja, das interessiert wahrscheinlich das Volk nicht wahnsinnig, ob es der Bund oder die Kantone oder wer auch immer es ist. Gut, jetzt auch da dahinter gibt es natürlich ganz viele Überlegungen. Zur ersten Dimension eben Chancen, Risiken. Ihr seht hier ganz kurz eben Leute, die auf der linken Seite wenig Chancen sehen, haben das Gefühl, ja, was kommen nicht raus, gefährlich, Blackbox. Oder natürlich auch Leute, die rauskommen und erst recht sagen, hey, das ist gefährlich und ihr müsst jetzt aufpassen. Also von dem her, das sind alle diese Überlegungen. Lieber Sicherheit vor Innovation, lieber dass die Kinder auch noch mit Papier, auf Papier schreiben lernen, Handschrift, Kopfrechnen. Das ist so die eine Sichtweise. Oder die andere Sichtweise, doch, die Kids müssen vom Kindergarten an schon mit dem Tablet rumspielen können oder Digital First. Alles muss primär digital verfügbar sein. Es muss rasch vorwärts gehen und so weiter. Hier seht ihr ein paar Beispielfragen, eben mal ganz generell, mehr Chancen oder mehr Risiken. Oder was ist die digitale Digital Literacy der Bevölkerung? Genau. Dann der zweite Dimension, liberal versus Staat. Also wenig Staat wäre, der Staat reguliert nicht. Es gibt keine oder wenige Gesetze. Man kann letztlich auch wenig staatliche Investitionen in IT-Lösungen. Es sind die Privaten, die die Lösungen machen. Mehr öffentliche Ausschreibungen. Was auch immer, einfach, dass dort quasi die Privaten am Drücker sind. Auch weniger Datenschutz. Eben Datenschutz heißt ja auch Regulierung. Und hier auf der rechten Seite sieht man mehr Staat oder viel Staat, eben hoher
Datensouveränität, viele IT-Leute in der Verwaltung, die eben die EID umsetzen beispielsweise, oder die Netzneutralität, die gesetzlich verankert wird, oder die Social-Media-Plattformen, die reguliert werden, oder Google, die das Leistungsschutzrecht machen müssen. Also das heißt, es ist einfach sehr starke staatliche Regulierung. Ich sehe jetzt hier schon, Datenschutz ist jetzt hier in dieser Dimension eher auf Minus. Wenn dem Datenschutz auf der dritten Dimension eher eben auf der Plusseite ist, das kann gut sein, dass eine Frage eben auf mehrere Dimensionen einzahlen kann. Also mehr Freiheit, mehr Privatsphäre heißt eben keine Überwachung, keine Netzsperren, Verbot der Gesichtserkennung, hohe digitale Integrität, in dem Sinne eben, dass man keine Einschränkungen macht, versus weniger Freiheit oder wenig Freiheit, eben Chatkontrolle oder Überwachung oder Netzsperren und so weiter, denke ich eben das Gegenteil. Und die vierte Dimension, die ist meine Lieblingsdimension, das geht es um Open Source. Nein, da geht es einfach um die generelle Idee von Offenheit. Man will teilen, digitale Inhalte, Daten, Content freigeben. Aber wenn ihr selber irgendwie Fotografin oder Fotograf seid, die hassen das, oder? Ich kenne ein paar Leute, gute Kollegen von mir, die finden das Katastrophe, oder? Dass man jetzt da Creative Commons machen soll. Die sagen, nein, ich will mein geistiges Eigentum geschützt haben, das soll nicht einfach so frei weitergegeben werden. Wirtschaftsfreiheit oder eben in dem Sinn, Geschäftsgeheimnisse sollen geschützt werden. Der Staat soll da nicht einfach seine Inhalte, quasi mit seinen Inhalten die Privaten noch konkurrenzieren. Das ist die ganze Frage rund um Open Source, Freigabe des Staates. Das ist das. Also ihr seht, das sind wirklich so schwarz und weiß, also beziehungsweise eben diese Dimensionen, die dann eben noch mehr oder weniger sein kann. Das ist so die eine Komplexität und die andere ist dann eben die Riesenvielfalt von Themen. Also ich habe mal diese Hunderten von Fragen mal angeschaut, eben wir haben Themen rund um Gesichtserkennung, Überwachung, Grundrechte, wir haben aber auch Plattformregulierung, Souveränität, wir haben Cybersecurity, wir haben arbeitsrechtliche Fragen. Wir haben versucht, um das ein bisschen zu gruppieren, bündeln, mal gesagt, ja, das sind eigentlich so übergeordnet, sondern das Bedürfnisse sein. Bedürfnisse, die das Individuum hat, also der Wählerin, der Wähler und die Wählerin. Und in dem Sinn, dass sie eigentlich dort faktisch sagen können, ich will geschützt werden, ich will auch arbeiten können, ich will nicht abhängig sein, das sind so diese Ideen. Klar, die Firmen dahinter oder der Staat hatten vielleicht andere Interessen, das ist klar. Eine weitere Dimension oder ein weiterer Cluster von Themen sind dann die ganzen staatlichen Leistungen, die irgendwas der Staat dem Bürger gibt, oder eine EID beispielsweise, oder ein E-Voting, oder ein E-Health-System, oder digitale Außenpolitik. Oder dann gibt es dann noch die ganzen Technologien und Datenarten, eben wie Open Source und so, oder eben dann die ganze KI oder die Blockchain oder die 5Gs und so. Also ein riesen Sammelsurium. Und dann gibt es noch ganz viele Gesetze. Gesetze, die letztlich irgendwie einen engen Zusammenhang haben mit der Digitalisierung, die revidiert wurden. Das kann über das Mobilitätsdateninfrastrukturgesetz oder das Gesetz für E-Government, das ganze Embark-Ding, oder das BEKI, das jetzt gerade da veröffentlicht wurde vom Bundesrat, oder das Justitia 4.0, das wir morgen noch genauer hören an dem Mittelkongress, oder das Informationsschutzdatengesetz, oder das Überwachungsgesetz, oder ein Spielbankengesetz, oder ein Beschaffungsgesetz, oder ein Patientendossiergesetz, oder ganz viele Gesetze, die sehr eng mit der Digitalisierung zusammenhängen. Ja. Das ist es, was wir momentan haben. Wir haben ganz viele Ideen im Kopf. Man kann es auch so sagen, wir haben eben diese 280 Fragen. Fragen vom 2019, Fragen aus ganz vielen anderen Surveys, die es gibt und eben diese über 60 Fragen aus dem öffentlichen Umfrage. Also der Bottom-up-Approach, was gibt es für eigentliche konkrete Fragestellungen? Und dann der Top-down-Approach ist eben, wir haben diese Konfliktdimensionen, die vier, plus noch eben diese 50, eigentlich, aber vielleicht etwa 30 Themen. Da habe ich heute Morgen mal eben am Flipchart irgendwie versucht, an einem Whiteboard zu überlegen, ja, könnte man das irgendwie eine Matrix abbilden, irgendwie links alle Gesetze und oben alle Bedürfnisse und dann irgendwelche Bubbles und dann dort beispielsweise die einzelnen Themen. Ja, also wirklich, wie gesagt, das ist Work in Progress.
Und von dem her freut es mich jetzt, dass ich noch ein paar Minuten habe, mit euch zu diskutieren, euer Feedback entgegenzunehmen, weil ihr seid letztlich auch die, die sich digitalpolitisch interessieren, weil ihr am Winterkongress seid, weil ihr hier seid. Und ja, von dem her würde es mich interessieren zu hören, was sind so eure Überlegungen dazu, wie relevant ist das Thema überhaupt, Digitalpolitik im Vergleich zur Umwelt, was ja auch sehr wichtig ist, oder Friedenspolitik oder Sicherheitspolitik. Und dann, welche Themen müssen vorkommen, welche Fragen sollen wir noch reinsneaken, welche Konfliktdimensionen sind relevant oder habt ihr sonstige geniale Lösungen für unser Problem? Besten Dank. Ja, Matthias, ich danke dir ganz herzlich für diesen wundervoll strukturierten Überblick. Wir haben noch, ich schaue auf die Uhr, 20 Minuten Zeit. Matthias, du hast einige Fragen formuliert. Ich schlage vor, dass ihr eure Inputs bringt. Ich habe hier ein Mikrofon und ich komme gerne zu euch. Es steht hier auch eines mitten im Raum. Da dürft ihr euch ganz gerne auch hinstellen. Wir sprechen in die Mikrofone, damit auch die Leute zu Hause am Stream hören, was hier diskutiert wird. Und du, Matthias, hast mir gesagt, du würdest ein bisschen Notizen machen, um irgendwie das mitzunehmen, was hier aus dem Raum kommt. Genau, kollektive Intelligenz. Vielen Dank. Wir haben ja jetzt das Zeitalter von dem NLP, dem Natural Language Processing. Könnte man da nicht endlich mal einführen, dass man nicht nur Ja oder Nein abstimmt, sondern Ja, falls oder Nein, weil. Also zum Beispiel viele Leute hätten ja gesagt, ja, AID eine gute Sache, aber nein, nicht in dieser Art und Weise. Wann kommt das, dass man noch mehr Text dazu schreiben kann? Das ist doch outdated, ja oder nein? Agree, Applaus. Nein, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht Politologe und auch nicht Jurist. Ich kann euch weder sagen, wann kommt ein Gesetz oder so. Ich denke, noch lange nicht. Aber es gibt natürlich schon die Idee, was du gesagt hast, nämlich die Smartvote-Leute, die haben ein Projekt über Smart Regio Basel, wo es genau darum geht, dass man eben als Bürgerin nicht nur Ja oder Nein sagen kann oder gar nichts, sondern dass man eben Ja, aber oder Ja, aber, nur wenn. Also die Idee ist, glaube ich, bei den PolitologInnen schon lange angekommen. Die Frage ist halt, ja, eben, wie kann man das machen? Was sicher gut ist, so im digitalen Partizipation, dass man dort im Vorfeld halt, bevor jetzt eine Abstimmungsvorlage kommt, schon gut diesen Dialog führt. Ja, aber ich, ja, völlig recht. Politik basiert auf Daten, genauer gesagt auf erhobenen Informationen, Umfragewerten und dergleichen. Und insofern ist Digitalpolitik ein durchdringendes Thema, es ist querschnittlich. Okay, und also hast du ein Anliegen jetzt diesbezüglich? Ich habe nicht ganz verstanden. Du fragst dort oben, wie relevant ist Digitalpolitik? Aha, okay, dann ja. So, und die Relevanz ist, ich behaupte einfach, es ist querschnittlich. Ich glaube nicht, dass sich heute noch Politik ohne Digitalpolitik machen lässt. Ja. Es ist in jedem dieser Themen grundsätzlich Digitales drin. So, und das bedeutet natürlich, wie denke ich darüber nach, wo meine Daten herkommen, wie verknüpfe ich sie. Das heißt, ich muss digitale Verfahren in jedem Politikfeld anwenden. Kleine Nischen, wo ich das vielleicht noch weglassen kann, wo ich mit Philosophie, mit Juristerei grundsätzlich isoliert bin. Aber die Erhebungen, die dem zugrunde liegen, sind in der Regel digital. Super, alles klar, dann bin ich froh für dieses positive Statement. Sehr. Also Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Informiertheit politischen Entscheidungen? Jetzt funktioniert es. Also mein Beispiel wäre Chatkontrolle, ja, und Backdoors in Encryption, die Folgen nach sich ziehen, die entweder in der Politik nicht verstanden werden oder vielleicht auch bewusst ignoriert werden. Also ich meine, das finde ich super, oder? Genau das ist eigentlich das, was wir letztendlich erreichen wollen, dass die Leute mehr Verständnis haben, sowohl die Kandidierenden eben sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen und insbesondere auch die Wählenden sich orientieren, wo ist die Person digital politisch orientiert.
Also das kann ich voll unterstützen. Von PolDigi kann ich sagen, wir haben genau zu dem Thema jetzt auch diese PolDigi Masterclass, die wir da versuchen, oder schon einmal erfolgreich gemacht haben, im nationalen Parlament während der Pandemie, haben wir quasi die PolitikerInnen informiert über KI, über Cybersecurity, über Daten, Internetkontrolle. Und jetzt haben wir von der Mercator-Stiftung eine Finanzierung gekriegt. Also das Thema ist auf dem Radar. Und also wenn du da Ideen hast, was man noch den PolitikerInnen mitgeben soll, dann ja, machen wir. Ja, bis jetzt sieht es so aus, als ob vor allem Nachhaltigkeit eher stiefmütterlich behandelt wird und mit anderen Aspekten zusammengemischt wird. Aber gerade die Digitalisierung auch als enormer Konsumtreiber und Wachstumstreiber, denke ich, sollte einfach eigentlich stärker repräsentiert werden, dann die Nachhaltigkeit vielleicht auch auf einer eigenen Achse, in der sie nicht mit anderen Aspekten zusammengerührt wird, die je nachdem auch Konfliktpotenzial untereinander bieten würden. Mhm. Sehr gut, das ist ein spannendes Feedback. Wir hatten, wir sind ja wirklich noch völlig frei, was wir da für Dimensionen bauen. Die Idee war ursprünglich mal so eine Nachhaltigkeitsdimension einzubauen. Der Punkt ist halt, also wir forschen dann zu dem Thema ja auch am Institut und es ist eigentlich momentan noch relativ, also ich killt mich, wenn ich es falsch sehe, aber eben, es geht um Energieverbrauch, es geht um Hardwareproduktion, also es geht um Hardwareentsorgung. Und das sind so die, sage ich mal, die einfache Dimension. Jetzt, vielleicht hast du da noch aus der Nachhaltigkeitsperspektive weitere Dimensionen. Also es geht ja auch zum Beispiel um Rebound-Effekte. Also zum Beispiel, wenn Autos selbst fahren werden, fahren sie wahrscheinlich effizienter, aber die Leute haben mehr Zeit, um anderes zu konsumieren, was die Gewinner wieder zunichte macht. Also da gibt es schon noch viel in diesem Bereich, das auch nicht so direkt Hardware- und Software-Energieverbrauch betrifft. Ja, also genau, aber am Ende des Tages spielt ja auch der Rebound-Effekt eigentlich geht um den Verbrauch von Ressourcen. Also ich fahre mehr, also ich brauche meinen Laptop mehr, weil er schneller ist und weil er bequemer ist und so. Aber also ich kann wirklich sagen, das Thema liegt mir sehr am Herzen und wir haben definitiv Fragen zu dem Thema. Eine der Regulierungsideen ist, oder Pläne der EU ist ja, dass man die Hardware länger benutzen soll. Und dass dann deshalb die Hardwarehersteller gezwungen werden, ihre Geräte reparierbar zu machen, also der Right to Repair. Und das sind so Dinge, das wiederum ist dann aber nicht Regulierung. Also das heißt, wie kann man jetzt dieses Thema adressieren? Das wäre dann eben über die Regulierung beispielsweise. Aber vielen Dank fürs Feedback, das ist schon mal super. Ja, nochmal ein Punkt zur Nachhaltigkeit wäre auch Open Source, könnte man auch argumentieren, ist auch nachhaltig, weil man nicht 10-mal dieselben Sachen entwickeln muss, sondern die sind da und man kann aufbauen, wie zum Beispiel akademisch wird das ja oft auch gesagt, ja, die Wissenschaft forscht, das ist da, darauf kann aufgebaut werden. Also es gibt diese Parallele nicht nur in der Hardware, sondern auch in der Software. Also ist das so eine Dimension, die manchmal auch diskutiert wird. Super, ich kann das nur unterstützen. Oder was auch gibt, die sogenannte Triple Bottom Line Approach, also von der Corporate Governance her, nicht Single Bottom Line, also nicht nur wirtschaftlich auf die Rentabilität, aber auch die soziale und die gesundheitliche und Natur-Impact zu messen. Ja, also ich denke, das moderne Verständnis ist eben diese Triple Bottom Line für ökologisch, ökonomisch und soziales und wie der Kollege vorhin gesagt hat, eben noch die ganze digitale Nachhaltigkeit, die da reinspielt, das sehe ich natürlich genauso. Ja. Gerne. Also von den Themen, von den Konfliktdimensionen ist das meiner Sicht sicher die Freiheit und Sicherheit sehr relevant. Und ich denke, Digitalisierung ist sowieso, also das ist ja, wie oft gesagt, wird nicht aufzuhalten. Und da wäre aber auch meine Frage, inwiefern ist das im Gegensetzen? Denn aus meiner Sicht ist die fehlende Überwachung oder die mehr Freiheit oder der fehlende Einblick in Chats von den Bürgerinnen noch oder sehr selten ein Grund für die Nichterfassung eines Täters.
Ja, das, also ich denke eben, das ist eine absolut legitime Meinung, weil das letztlich eben genau hier fängt quasi die politische Diskussion an, weil ich bin auch, ich sehe das auch ein bisschen so, ich sehe aber auch die andere Seite, ich sage jetzt mal die Polizei oder die Überwachung, die machen das nicht auch, weil sie die Leute ausspionieren wollen, sagen sie, sondern sie machen das, weil man mehr Sicherheit generieren will. Und ja, das ist halt wie die andere Dimension. Genau. Aber ja, ich kann, auch mir geht es ein bisschen so bei der Offenheit versus Geschlossenheit. Ich kann auch nicht verstehen, warum Leute die Daten geschlossen haben wollen, außer wenn es um Datenschutz geht. Aber ja, das ist genau das Thema, das wir jetzt hier eigentlich letztlich in der politischen Vielfalt irgendwie abgebildet werden soll. Merci. Wenn wir jetzt die Prozesse ja digitalisieren, gibt es halt auch immer noch das Problem, dass die Komplexität der Prozesse steigen kann. Und haben wir das auch auf dem Schirm irgendwie, dass wir die Komplexität auch nicht so sehr steigern, so irgendwie, auch aus Gründen Energieeffizienz etc. Also, jetzt habe ich gerade nicht den Punkt verpasst. Also. Auch aus Gründen Energieeffizienz, dass die Prozesse simpel bleiben, damit auch die Verarbeitung simpel programmiert werden kann. Und das, also was ist die politische Dimension jetzt? Das habe ich nicht. Naja, die Prozesse sind Formulare, die wir einfügen müssen. Mhm. Zum Beispiel Steuerformulare oder wie kompliziert sind die Gesetze, die diese Prozesse dann verursachen. Was sind die Anforderungen der Gesetze? Also genau, was du sagst, heißt eigentlich, man soll die Prozesse möglichst einfach halten, damit sie möglichst wenig Energie Genau, und im Moment müssen ja die Menschen die Formulare ausfüllen. Mhm. Darum haben die Menschen ein Interesse, dass die Formulare auch noch einfach sind. Mhm. Aber wenn der Computer die Formulare ausfüllt... Dieser Rebound-Effekt eigentlich wieder. Ja? Genau. Genau, auch genau, Prozesse möglichst einfach halten, auch wenn der Computer die NLP die Formulare ausfüllt. Ja? Ungefähr, ja. Gut. Super, merci fürs Feedback. Also Rebound, ist okay, habe ich es richtig verstanden. Achtung, Rebound. Nein, also Rebound-Effekt ist nicht gigantisch bei all diesen Dingen, oder? Ich meine, ist ja, da muss ich eben zum Beispiel Open Source, ist ja eigentlich schon cool, weil das wird mehrfach wiederverwendet. Weil es so einfach wiederverwendbar ist, wird auch mehr wiederverwendet und man spart dann vielleicht nicht unbedingt mit irgendwelchen digitalen Tools. Das ist ein bisschen der, habe ich mir überlegt. Zu Open Source natürlich. Die Sache ist auch, Open Source hat eine Produktionskette mehr als Formular. Und was wir auch immer wieder sehen, ist, dass die Leute, die wirklich entwickeln und die dann irgendwo hinter dem finalen Anbieter stehen, teilweise gar nicht bezahlt werden. Das heißt, es gibt da auch eine gewisse Abzockungsmöglichkeit, die vielleicht eher auch als Prozess oder als Anforderung sein sollte, nicht einfach nur Open Source beschaffen, sondern Open Source auch richtig beschaffen, wie das mit Pay the Maintainer und GitHub das eigentlich auch schon machen. Das finde ich gut. Ich frage mich, also quasi, was wäre die politische Dimension? Das wäre so quasi, der Staat soll auch schauen, dass Open Source langfristig... Ja. Weiter. Ja. Gut, jetzt habe ich auch noch Entwicklung. Ja, mich würde interessieren, es gehört ein bisschen zur sechsten Achse Bund oder Föderalismus. Was sagt man in der EU dazu und wie stehen die Politiker zum Beispiel zur DSGVO? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ja, also gut, zum Föderalismus sagt die EU natürlich gar nichts. Sie wollen nichts von fremden Richten hören. Aber, was soll ich sagen? Aber ich meine, will die Schweiz ein anderes, ist die Schweiz eine Insel? Oder auch in Dingen Digitalisierung und die unterschiedlichen Gesetzgebungen dazu? Das ist vielleicht eben auf der sechsten Achse anzuordnen. Also dein Votum ist quasi, dass die Achse auch zu berücksichtigen und den Aspekt. So. EU und Schweiz.
Ja, also übernimmt man, wie steht Politikerin zu den Gesetzgebungen aus der EU in Sachen Digitalisierung? Sehr gut. Super, ja, merci. Du hattest eine Frage so zum Themenkomplex, soll der Staat die Bildung bezüglich Cyber Security zu fördern? Mhm. Was ich jetzt auch noch spannend finde, ist das Thema Partizipation. Mhm. Also, ich meine, für uns hier ist IT irgendwie normal, oder? Mhm. Es hat immer noch viele, für die ist es nicht, auch Zuwanderer, für die ist vielleicht IT nicht normal. Wir sind jetzt in einer digitalen Welt. Mhm. Und eigentlich habe ich auch eine Dimension, soll der Staat fördern, dass Leute sich besser digital integrieren können? Ja. Fände ich Fragen irgendwie ein bisschen speziell, aber fände ich spannend, das auch irgendwie zu fragen. Ja, also ein bisschen Inklusionsthema. Wie können wir möglichst alle Leute auch befähigen, dass sie von der Digitalisierung profitieren können? So. Ja, also auch die, die auch irgendwie am Rand stehen. Oder? Also ja, nicht, genau. Nicht nur die. Chancengleichheit. Chancengleichheit auch im Digitalen. Genau. Also ich finde das gut. Hier habe ich das Gefühl, wer ist schon gegen Chancengleichheit? Man müsste es wahrscheinlich so formulieren, dass es ein bisschen etwas pointierter ist. Genau. Gerne. Ja, vielen Dank für den interessanten Talk. Ich würde gerne etwas sagen zur staatlichen Förderung von Open Source. Also ich bin ebenfalls ein großer Fan von Open Source, auch wegen der digitalen Souveränität. Jetzt, ich bin sehr stark dafür, dass der Staat fördert, ob er auch entwickeln soll, respektive überhaupt fähig ist, solche Projekte langfristig aufrechtzuerhalten. Das ist eine andere Frage, vielleicht muss man das anders lösen. Aber was ich in der Diskussion um diese Open-Source-Entwicklung im Moment vermisse, ist, wenn wir über Open-Source sprechen, sprechen wir über diese Frontends, über LibreOffice, was der Endbenutzer kennt. Aber mit dieser Entwicklung hin zu Passwörter zu benutzen, Cloud-Native oder Software-as-a-Service-Architektur, wo wir relativ schnell zusteuern, wo halt alles auf Servern läuft. Und was uns komplett fehlt, sind diese Backends. Was wir zum Beispiel von Microsoft gewohnt sind, dass wir zusammen in Word arbeiten können. Gut, da gibt es jetzt für diesen speziellen Fall eine Lösung. Aber das steht überhaupt nicht auf dem Schirm von fast allen, mit denen ich spreche. Dass wenn wir Open Source entwickeln, dann brauchen wir auch die Backends. Wir müssen die Server betreiben können und nicht nur die Clients. Und das ist ein Punkt, der wird immer wichtiger, auch in sehr naher Zukunft. Sehr gut, ja. Also ich folge deiner Meinung natürlich. Ich muss immer schauen, dass ich den Politologen nicht zu viel das Open Source um die Ohren haue, sonst killen sie mich irgendwann mal. Aber ich gebe mir Mühe. Gerne. Also ja, jetzt vielleicht eben noch in diesem Komplex von Open Source und Staat, so generell Digitalisierung und öffentliches Vergaberecht, auch noch ein spannender Aspekt. Mhm. Also in der Schweiz ja schon immer ein bisschen so das heikle Thema ist, wer wie öffentliche Aufträge vergibt. Und das ist heute so schon schwierig mit digitalen Produkten, digitalen Services. Und es wird wahrscheinlich nicht einfach, wenn man sagt, man möchte jetzt noch direkt Open Source Entwicklerinnen unterstützen. Ja. Ja, Digitalisierung und Vergaberecht. Es gibt Leute hier im Saal, die wissen, dass ich der Instruktionsrichter vom Fall Google versus BBL bin. Und so gesehen bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, nämlich genau zu dieser Schnittmenge. Und was mir wichtig ist, dass man sagt, bisher haben wir immer darunter gelitten, dass wir unterkomplex den Bedarf definiert haben. Wir haben uns das Leben systematisch zu einfach gemacht. Das ist der neoliberale Groove des Vergaberechts, das am 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist. Das neue Vergaberecht, das will eigentlich, dass man jetzt der Komplexität der Realität mehr Rechnung trägt und dadurch weniger Kollateralschäden jeder Art produzieren. Das heißt, wir müssen in Kauf nehmen, dass dadurch mehr Aufwand entsteht. Was wir aber schauen müssen, ist, dass wir nicht Willkürspielräume öffnen, die dann auf Governance- und Korruptionsseite wieder Minuspunkte mit sich bringen. Aber grundsätzlich ist die Erhöhung der Komplexität
zwecks Qualitätswettbewerb nichts Falsches. Aber da könnte man eine Stunde drüber reden, das will ich jetzt nicht. Aber ich habe noch einen Input für dich, Matthias. Wenn man sieht, also die Schweizerische Wettbewerbsbehörde, die kann mit Google nicht auf Augenhöhe verkehren, oder die schafft das nicht, schlicht eine Nummer zu groß. Von wegen, die Schweiz ist eine Insel, wir sind existenziell darauf angewiesen, dass die Europäische Wettbewerbsbehörde für uns diesen Job miterledigt, zum Beispiel Thema Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung und all solche Dinge. Von daher würde ich dir auch bei den relevanten Gesetzen noch irgendwo das KG dazu auf die Liste empfehlen. Das war's. Das Kartellgesetz. Ah, ja. Sehr guter Punkt. Vielen Dank. Mit der Zeit am Ende. Ich danke euch allen herzlich für den regen Austausch und eure Inputs. Matthias, dir danke ich herzlich für deine Ausführungen und das Zusammentragen der Ideen. Ich bin sicher, du bist noch etwas zu finden, falls hier noch weitere Fragen oder Diskussionen auftauchen. Mhm. Man findet dich sicher in den Gängen.